Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Battle Minecraft The Arena gegen den Dödit in einem 1 gegen 1 Battle mit mir, Sperrik. Und wir sind in der letzten Folge angelangt, in der wir farmen dürfen. Das heißt, ich muss fucking Dias finden! Bitch! Yes! Geil! Epic! Komm bitte, bitte zwei Dias. Bitte. Bitte sei nicht nur einer. Fick dich! Ah, egal, komm! Boom, Bitch! Ah, geil! Ich sag doch, in der Höhle muss was sein. Ah, yes! Komm, wenn es hier ein Dia gibt, dann gibt es hier irgendwo anders auch noch einen. Ich brauche ein verficktes Dia-Schwert. Ah. Komm, ich habe eine Viertelstunde. Werde ich doch noch einen zweiten Dia finden. Gibt's ja nicht. Warum muss mir der Gott das antun, ey? Fuck you. Fuck you so hard. I will kill you right now. So hard. Da ist Dead End. Da ist Zombie. Ich wollte schon Skelett sagen. Da ist ein Skelett. Krieg ich noch einen Bogen. Jetzt kriege ich aber die Bogendrops hinterhergeschmissen. Mein Bogen wird immer mehr be wird immer besser. Mama, kam ich nicht von da? Ja, kam ich. Ich glaube, ich hätte zwischen den Folgen mal was trinken sollen. An meinen wundervollen, nicht vorhandenen Kaffee. Ich brauche unbedingt mal wieder Kaffee. Ich muss mal wieder Kaffee trinken. Weil zurzeit bin ich irgendwie auf Kaffeeentzug. Keine Ahnung, schon seit einem Monat oder so. Finde ich sogar länger. Halt seit irgendwie Beginn der Ferien in NRW. Bin ich auf Entzug. Die Ferien sind hier in NRW jetzt auch schon wieder fast vorbei, wenn man es so sieht. Und dann beginnt wieder der Ernst des Lebens. Kann man nicht mehr chillen. Dann heißt es büffeln. Bis zum geht nicht mehr. Wird ja Zeit für den Abschluss. Ahaha. Komm schon. Daddy braucht ein neues Paar Schuhe. Beziehungsweise ein neues Paar Schwerter. Ich will doch nur dieses verfickte Dia-Schwert. Ist das zu viel verlangt? Gönnt mich mal. Bin hier viel zu hoch für Dias. Das ist Höhe 34. Hier auf der Höhe werde ich niemals Dias finden. Aber das Gute ist, durch diesen Dia-Effekt hat Dölet jetzt Respekt an. Dölet glaubt, ich habe ein Dia-Schwert. Und ich will ihm diese Angst wahr machen. Geht's noch lang. Alter, wie groß ist diese Höhle? Bitte hör nicht einfach auf. Auf welcher Höhe? 25. Mann! Gibt's doch nicht. Weil das Beste ist, Dödet und ich haben gerade eben noch in der Pause darüber geredet, dass wir keine Dias finden. Entschuldigung. Toilette. Sorry. Aber ich brauche noch diesen Scheiß zu meinen. Ja, ich meine, es macht ein halbes Herz mehr Schaden. Ist jetzt nicht gerade die Höhe, aber. Zehn Minuten noch. Aber es ist gut so, weil Dödet wird wahrscheinlich genau das gleiche Equip haben wie ich. Keine Dia-Sachen. Komplett Eisenrüstung. Komplett Eisenschwert.
Wahrscheinlich kein Bogen. Ich wüsste nicht warum. Ich habe die Enderpearl. Und ich habe noch meinen werfbaren Trank der Heilung. Ich laufe hier nur im Kreis. Ich muss hier wieder raus. Schade. Ich bin Level 17. Ich brauche unbedingt ein Enchanting Table. Könnte ich wenigstens ein Schwert enchanten. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall vor dem nächsten, wenn wir eins machen, vor dem nächsten, irgendwie am Spawn oder so, ein Enchanting Table hinstellen. Weil hier so viele Diamanten zu finden, um ein Enchanting Table zu bauen, ist zu schwer. Und mit enchanteten Sachen ist es viel geiler, gegeneinander zu kämpfen, je nachdem. Ich meine, jetzt mit 17 Leveln könnte ich mir mein Schwert ganz schön enchanten und auch mein Bogen. Das ist schon. Wie komme ich hier raus? Ich komme hier nicht mehr raus, ey, das gibt's doch nicht. Ich glaube, hier ganz raus, ne? Ja, von da oben kam ich. Vielleicht finde ich ja noch in der Zeit jetzt schnell eine andere Höhle. Es regnet. Da ist der Spawn. Ich finde, das Beste ist, das war fast schon ein Dödelslaufweg gewesen hier. Habe ich Luck gehabt jetzt? Oh fuck, ja, Regen. Geile Frame-Einbrüche, danke. Ihr könnt aber, wie gesagt, auch mal schreiben, wie ihr sowas findet. Nicht nur, ob ihr mehr sehen wollt, sondern auch, wie ihr es findet. Ob ihr sowas geil findet oder ob man es lieber irgendwie komplett lassen soll. Weil es ja irgendwie kein Battle ist, aber doch irgendwie schon. Könnt ihr ja auch mal gerne alles in die Kommentare schreiben. Wir sind da offen. Das ist ja so gesehen erstmal jetzt das Jungfernprojekt, nenne ich es mal. Also ist die Jungfernstaffel. Ich glaube, ich werde mir davor noch ein neues Eisenschwert machen. Habe ich noch irgendwas, was ich braten kann? Nein, habe ich nicht. Ich brauche Tiere, die ich schlachten kann. Da haben wir Kühe und Schweine. Die Kuh ist mir jetzt scheißegal. Ich gehe nach den Schweinen da hinten, die sind mehr. Wie viel habe ich jetzt? 8. Ich werde irgendwie gerade leicht nervös, solange es auf die letzte Folge angeht, solange es auf den Kampf hinkommt. Ich meine, der Kampf ist ja direkt nach der Folge hier. Gut, also wie mache ich das? Strategie. Ich schätze mal, Dödel und ich werden uns am Anfang gegenüberstehen. Im Kampf. Wir werden uns halt Kopf an Kopf gegenüberstellen. Und dann geht's los, schätze ich mal. Das haben wir noch nicht abgesprochen, wie wir das machen. Aber ich schätze mal, wir werden auf jeden Fall irgendwie so von hier bis hier so Zeit auseinander sein. Während Dödel dann losläuft, werde ich meine Enderpearl nehmen und mich direkt zu ihm porten. Und direkt auf ihn draufschlagen. Das ist meine Technik, also rushen. Ich versuche ihn einfach down zu rushen. Es dürfte schneller gehen, als irgendwie vorsichtig sein. Ich gehe also voll YOLO, nenne ich es mal. Auch wenn ich es hasse, dieses Wort zu verwenden, aber es ist nun mal so. Ne? Kann man auch nichts dagegen machen. So gesehen ist es ja wirklich gerade. You only live once. Ich meine, es ist ein Kampf. Wir werden keine mehreren Leben haben. Aber so wie ich Dölet kenne, will der, wenn er verliert, eine Revanche haben.
Die werde ich ihm dann geben. Und falls ich verliere, werde ich auch auf jeden Fall eine Revanche fordern. Und hier war der Hüttet. Interessant. Oder kam ich von da? Nee. Nee, da war Dödet. Das ist ein Hasen. Noch mehr essen. Ich bin froh, dass ich noch keinen Killerhasen entdeckt habe. Es gibt auch Ki Ja, es gibt Killerhasen. Gut. Komm, 5 Minuten. Enttäusch mich doch nicht. Fuck you, Minecraft. Fuck you really hard. I will kill you so hard, you will die. Würde ich dazu sagen. Das müsste man eigentlich in so einer kleinen Mädchenstimme sagen. Dann mit so japanischen Voice Acting. In so Anime-Style. Dann ist alles vorbei. Das ist dann too cute. Ja, jetzt gib mir mein Essen. Ihr Hasen. Da stand gerade Entity Killer Bunny. Habt ihr es gelesen? Rabbit's Foot. Was kann man damit machen? Kann ich das brennen? Was mache ich hiermit? Fuck. Ich will es wissen. Jetzt auf einmal ist es so voll das OP-Item. Bist kein Killer Bunny, bist auch kein Killer Bunny. Du bist auch kein Killer Bunny. Ich suche jetzt gerade mal Killer Bunnies. Die Chance, einen zu finden, ist gar nicht mal so hoch. Ich glaube, die Dinger töten einen wirklich One-Hit oder so. Der wollte auf mich losgehen. Du bist auch kein Killer Bunny, aber egal, ich töte dich trotzdem. Die haben super Fleisch. Ich guck mal, ob ich das brennen kann. Kann ich nicht. Was kann ich hiermit machen? Das frage ich mich gerade, was kann ich mit dem Rabbit's Foot machen? Oder hat das überhaupt schon eine Funktion? Wenn ich mich mal für bis irgendwie das nächste Mal zu erkundigen. Habe ich Flint noch? Ja, habe ich. 2 Minuten. Ich brauche Federn. Ich habe gesagt, ich brauche Federn. Danke. Weg damit, hallo Federn. Ich will mir nämlich noch ein paar Pfeile machen. Pfeile. Mal gucken, ob das reichen wird. Ich mache mein neues Eisenschwert. Ich wünschte, ich könnte mir ein Dia-Schwert machen. Das wäre wirklich jetzt noch das Beste, was mir passiert hätte können. Tuten tun. Das Beste ist, ich habe Dödel bis jetzt noch nicht einmal gesehen, muss ich sagen. Wir haben 14 Minuten. Wir haben kurz nach 2. Gut. Vielleicht stelle ich auch das nächste Mal ein, dass die Mauer sich immer schränkt, also immer kleiner wird, dass man halt in der Mitte zusammengepresst wird. Das könnte man auch machen. Muss man einfach mal gucken, wie das funktionieren würde. Ich weiß ja, wie es funktioniert, ich kenne mich ja ein bisschen mit der Barriere aus,
Wir sind bei 15 Minuten. Dödöd. Es ist soweit. Die Zeit ist um. Kein Farmen mehr. Die Folge ist vorbei. Ja, komm. Normalerweise hätte ich es jetzt nicht gelten lassen sollen, aber egal. Dann hast du sie eben doch noch. Aber gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.